Ja. Ja? Nee. Feministin. Also Frauen bevorzugend. Also müsst ihr erstmal wissen, was ein Feminist genau ausmacht. Ja. Keine Ahnung. Bin ich eine Feministin? Ja, ich denke schon. Also wenn man Feministin als jemanden versteht, der für die Rechte der Frauen sich stark macht und sich gerne als Frau begreift. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also quasi, dass ich mich dafür einsetze, aktiv. Nee, aber ich würde es passiv unterstützen. Nee, eigentlich nee, nicht so. Also so Gleichberechtigung, ja, schön, aber nicht so übertrieben. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Für mich bedeutet Feministin zu sein, für Frauenrechte einzustehen, aber auch für Gleichberechtigung, also für Geschlechtergleichheit. Ich bin auch Feministin. Man kann nicht Gleichstellungsbeauftragte sein, ohne Feministin zu sein in irgendeiner Form. Und ich denke aber, dass es einen großen Unterschied bedeutet, in den 80er Jahren eine Feministin zu sein und jetzt im 21. Jahrhundert. Ja, mein Name ist Beate von Miquel. Ich bin seit Anfang 2011 hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte hier an der RUB. Ich sitze in ganz vielen verschiedenen Gremien beratend, im Rektorat, im Senat, in der Fakultätenkonferenz, und ich habe auch einen ziemlich guten Draht zum Beispiel zum AStA, wie ich finde. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen spannenderen Job an so einer Uni, weil Gleichstellungsbeauftragte, das erlaubt ihnen das Landesgleichstellungsgesetz, eigentlich in alle Entscheidungen, die an dieser RUB oder an dieser Universität gefällt werden, ihre Nase stecken dürfen. Also mein Name ist Baha Haganipur. Also was ich so mache, ich mache Mentoring-Programme, allerdings an der Technischen Universität Dortmund. Das eine ist für Mädchen, das heißt MINTU, Mädchen in die TU Dortmund, für 12- bis 14-jährige Schülerinnen, die Interesse haben an den MINT-Fächern. MINT steht, sage ich auch nochmal, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Also Mentoring in seinem Kern besteht aus der Mentoring-Beziehung. Das bedeutet, dass eine jüngere, unerfahrene Person einen Mentor oder einen Mentor bekommt mit sehr viel mehr Erfahrung. Eine Person, die mindestens einen Schritt weiter ist. Ja, total. Ich finde definitiv, dass Frauenförderung nicht irgendwie überkommen ist oder altmodisch oder dass wir das nicht mehr nötig hätten. Weil ich denke, gerade auch in so Bildungssystemen wie der Universität doch auch alte gesellschaftliche Muster reingetragen werden. Das heißt, gerne auch die stärkere Position des Mannes, die sich dann hier auch irgendwo abgelichtet hat, zum Beispiel Maschinenbau oder in gerade diesen konventionellen männlichen Segmenten, dass es da doch Förderungswürdigkeit für die Frau gibt. Es hat sich ja auch tatsächlich unglaublich viel verändert. 50% der Studierenden sind weiblich. Das ist schon ein großer Erfolg, aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Und das ist das, was gerne außer Acht gelassen wird, dass es tatsächlich auf den Führungspositionen noch eigentlich zu wenig Frauen gibt. Ich finde, es sollte auch mehr irgendwie so Professoren geben. Also bis jetzt das meiste, was ich gesehen habe, waren eigentlich alles Professoren. Gering. Gering? Vielleicht nicht. Vielleicht 10%. 3%. In Deutschland? Ja. Grenze? Ich würde sagen 30%. 20%? Also bei den Frauenanteilen kann man sehen, dass es eine paritätische Besetzung gibt bei den Studierenden noch. Also ungefähr 50% sind Frauen und Männer. Bei den Hochschulabsolventinnen steigt der Anteil lustigerweise. Also es gibt irgendwie nicht mehr Frauen als Männer. Man könnte denken, der Trend setzt sich fort, aber dann fängt die Pyramide quasi an. Dann kann man weiter gucken, bei der nächsthöheren Qualifikationsstufe der Promotion sinkt der Frauenanteil schon und liegt nur noch bei knapp über 40%. Bei den Habilitationen sinkt er dann nochmal, liegt bei knapp über 30%, und bei den Professoren liegt er bei um die 20%. Zielvereinbarungen, die Rektorate mit Fakultäten abschließen, in denen tatsächlich relativ klar festgeschrieben wird, in welcher Laufzeit, die kann unterschiedlich sein, Gleichstellungsziele erreicht werden sollen. Da geht es tatsächlich darum, dann in den MINT-Fächern statt 25, 30% Studentinnen zu haben,
mal die erste Professorin einzustellen und derlei Fragen mehr. Ich finde es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Quote nicht gleich Quote ist. Also es gibt flexible Quoten, die einen größeren Spielraum zulassen, und es gibt die starren, harten Quoten, wo ganz klare Zielvorgaben erfüllt werden müssen. Für mich bedeutet die Quote nicht, dass schlechte Frauen an eine Position kommen, die sie nicht ausfüllen können, sondern für mich bedeutet das, dass qualifizierte Frauen, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, eine ihnen adäquate Position auszufüllen. Es gibt das Kaskadenmodell, und die Landesregierung möchte das ja auch für die Hochschulen hier in NRW durchsetzen. Diese Art von Quote besagt, dass der Frauenanteil einer Beschäftigungsgruppe dem gleichen Frauenanteil der darunterliegenden Qualifikationsstufe entsprechen soll. Das heißt, wenn 40% der Promotionen von Frauen geleistet werden, dann sollen auch 40% der Professoren mit Frauen besetzt werden. Es gibt auch viele Gleichstellungsprojekte, die in den Fakultäten stattfinden. Unglaublich kreative und tolle Sachen. Also wir sitzen ja hier in einem Raum einer studentischen Initiative, die ich ganz großartig finde. Das ist das Frauenarchiv Liesel, die jetzt seit kürzerer Zeit erst in einem neuen Gebäude sind, nämlich im GA. Dann gibt es eben zum Beispiel die Uni Zwerge, eine Initiative studierender Eltern, die auch ihren Sitz hier im GA hat, im Gebäude GA im Erdgeschoss. Dann gibt es den Frauenraum, der auch im GA situiert ist, und zwar auf der Ebene 04, Frauen sich zusammensetzen können. Natürlich im AStA, das Frauen- und Lesbenreferat, das ebenfalls sehr aktiv ist. Ja, es gibt dann noch den Studiengang Gender Studies als Masterstudium. Da gibt es auch noch nicht viele bundesweit. Ich bin optimistisch, sehr dahingehend, dass sich noch viel verändern wird. Aber in welchem Tempo, bis zu welchem Grad, das bleibt für mich auch eine spannende Frage.